Ja, hallo, wir sind gerade im Naturfreundehaus beim Kindergipfel und ich hätte ein paar Fragen an dich. Okay. Ja, und wir haben ja jetzt das Thema, was denkst du, wenn du an Afrika denkst? Und was denkst du eigentlich, wenn du an Afrika denkst? Also man denkt oft auch an Armut, auch wegen der Vorurteile und an Durst und sowas. Aber ich glaube, ich denke an Afrika eher an Tiere, an viele verschiedene Tiere, vor allen Dingen an Giraffen und sowas. Früher habe ich immer gedacht, dass es vielleicht in Afrika viel Armut gibt und sowas. Aber seitdem ich hier beim Kindergipfel bin, habe ich auch gelernt, dass es nicht nur Armut in Afrika gibt, sondern es gibt auch Städte und Hotels und so. Das habe ich alles mitbekommen. Und ich finde, Europa und Afrika sind gar nicht so unterschiedlich. Und wenn ihr redet von zur Zeit, dann denke ich, das ist genauso wie in Europa. Also wir haben halt gelernt, zum Beispiel, da war so eine kaputte Hütte und dann haben halt alle gedacht, das gehört nach Senegal, weil es ist Afrika, ja, die Häuser kaputt und in Deutschland denkt man das halt nicht so. Und danach hat der Mamadou uns halt erzählt, dass das nicht aus Afrika kommt, sondern aus Berlin, das kaputte Haus. Das war halt richtig, da haben wir halt alle was draus gelernt. Okay. Okay, und wo ist das jetzt? Europa oder Afrika? Oh, Österreich. Österreich, bist du sicher? Also in Afrika gibt es sowas nicht? Also Schnee oder so? Nee, das ist doch in Österreich. Warum soll es da Schnee geben? Vielleicht bald, oder? Klimaerwärmung und nein, alles. Nein, aber das ist Nordafrika, also Marokko. Echt jetzt? Ja. Wow. Was haben wir jetzt draus gelernt? Dass alles vielleicht ein bisschen anders ausschaut, als wir denken. Ich habe...